ja einmal mal ein Fahrtvideo, dass ihr dir mal die abenteuerliche Strecke hier seht. In Marokko und in der Türkei habe ich Ähnliches gesehen und auch im Libanon. Ich wollte jetzt mal einmal zu einer bestimmten Usergruppe etwas sagen, die mir immer ständig vorschlagen, ich soll doch mal in die Krisengebiete gehen. Also am meisten wird mir Idlib vorgeschlagen. Und diese Vorschläge kommen dann gerade von solchen Herrschaften, die im sicheren Deutschland sitzen, anstatt hier in ihrer Heimat in Syrien. Und diesen Herrschaften möchte ich einfach nur mal sagen, ja, wenn ihr vorhabt, euch einen Kopf kürzer machen zu lassen, dann dürft ihr dort gerne hinfahren. Ich für meinen Teil bleibe in den sicheren Gebieten. Es passt natürlich gerade diesen Herrschaften am wenigsten, dass ich solche Bilder aus Syrien zeige, während sie seit 2-3 Jahren nichts anderes zu tun haben, als das Gegenteil zu behaupten und ständig ja, nur Geschichten über Mord und Totschlag zu verbreiten und über das böse Regime. Ich habe davon hier in Syrien noch nichts mitbekommen. Ja, natürlich, ich bin in syrischen Regierungsgebieten unterwegs. Huh?